Im Sommer 1474 brach ein kleiner Reisetrupp von Schloss Plessis auf. Quentin Durward, Offizier der schottischen Leibgarde des Königs von Frankreich, hatte den Befehl, Isabelle, Gräfin de Croix, nach Lüttich zu bringen und sie dort dem Schutz des Erzbischofs anzuvertrauen. Der Reisezweck war nur ein Vorwand. In Wahrheit sollte Isabelle einem Feind des Herzogs von Burgund, dem brutalen Wilhelm de la Marck, in die Hand gespielt werden. Mit einem Wort, die beiden ahnungslosen jungen Leute, die sich während der Reise lieben gelernt hatten, waren nichts weiter als Figuren im versteckten Machtkampf zwischen dem König und seinem mächtigen Vasallen, dem Herzog von Burgund. Am Ende gelang es Quentin jedoch, das politische Ränkespiel des Königs zu durchkreuzen und Isabelle dem Erzbischof zu übergeben. Doch beinahe zur selben Stunde wandten sich die Lütticher Bürger, heimlich unterstützt vom König, in offenem Aufruhr gegen den Herzog von Burgund. Zugleich drangen die Truppen Wilhelm de la Marcks, begünstigt von Verrat, in die Stadt ein. Angeblich, um den Freiheitskampf der Bürger zu unterstützen, in Wahrheit, um zu plündern. Quentin konnte sich nur mit Mühe zu Isabelle durchkämpfen. Beide wurden Zeugen des Mordes am Erzbischof, den Wilhelm de la Marck mit eigener Hand niederstreckte. Und wieder war es Hayradin, der Agent der feindlichen Seite, der Quentin zu Hilfe kam und die Flucht aus dem Tumult möglich machte. Sie hatten die Stadt bereits weit hinter sich gelassen, als sie von burgundischen Reitern gestellt wurden. Man brachte sie zum nahen Lager der Burgunder, die unterwegs nach Lüttich waren, um dem Erzbischof zu Hilfe zu kommen. Nachdem Quentin über die Vorgänge in Lüttich, vor allem über die Ermordung des Erzbischofs, berichtet hatte, entschloss sich Crèvecœur, der Feldherr des Herzogs, nach Péronne zurückzukehren. Beim Bankett zu Ehren des königlichen Gastes erstattete er Bericht. Der Herzog bezichtigte den Monarchen des Verrats und ließ ihn gefangen setzen, um ihm den Prozess zu machen. Quentin wurde verdächtigt, Handlanger des Königs zu sein. Mit Hilfe von Marion verschaffte sich sein Freund und Waffengefährte Bertrand eine burgundische Uniform, überlistete den Wachhabenden und befreite Quentin. Da kommt jemand, versteck dich in der Kapelle, ich mach das schon. Was macht der Gefangene? Schläft er? Ja, er schläft. Bewacht in der nächsten halben Stunde die Tür zur Kapelle. Wir wollen von keinem gestört werden, verstanden? Jawohl, ich pass auf. Morgen früh tritt der Hohe Rat von Burgund zusammen. Er wird die schweren Anschuldigungen gegen den König von Frankreich überprüfen. Mit einem Wort, es soll dem König an den Kragen gehen. Man macht ihm den Prozess. Das wissen wir. Jetzt rückt schon raus. Weswegen habt ihr uns hierher geschleppt? Also was gibt's? Ich verstehe euch, Crèvecœur. Der König ist Gast in Burgund. Es ist nicht üblich, seine Gäste umzubringen. Ja, der Herzog kocht leicht über. Wir können nicht riskieren, dass sein Temperament mit ihm durchgeht. Und weiter? Wir müssen uns eben etwas einfallen lassen. Der König muss Burgund lebend verlassen. Als freier Mann. Na, mein Guter. Willst du mir nicht wenigstens die Hälfte übrig lassen? Verzeiht's ja, aber ich muss von allen Schlüsseln eurer Majestät kosten. Das ist nun mal meine Pflicht. Aber ich habe den Eindruck, dass du den Wein schon gekostet hast. Ja, das stimmt's ja. Aber dieser Burgunder hat einen starken Eigengeschmack. Sein Aroma kann verhindern, dass man das Gift daraus schmeckt. Majestät, solange es um euer Leben geht, kenne ich nichts. Ihr habt also vor, dem König zur Flucht zu verhelfen. Was für eine Unterstellung. Hallo, hallo. Kein Streit, das ist nicht der rechte Augenblick dafür. Keiner von uns denkt doch hier an Verrat. Wir überlegen nur, wie wir die Parteien besänftigen. Ja, und wie denkt ihr euch das? Bei dem Prozess verfügt die Anklage nur über einen Belastungszeugen. Diesen Mann von der schottischen Garde. Diesen Quentin Durward? Jawohl. Ja, und? Entweder geht das Pulverfass in die Luft, oder die Lunte wird gelöscht. Wie meint ihr das? Das ist doch klar. Es gibt keinen Prozess ohne Zeugen. Ihr wollt diesen Mann also einfach umbringen lassen? Ich schlage euch lediglich vor, den König zu retten. Und die Ehre Burgunds. Das dürfte wohl ein Leben wert sein. Ist das alles, was ihr uns vorzuschlagen habt?
Dann erlaubt mir, dass ich die Unterredung für beendet betrachte. Warum regt ihr euch auf? Es war doch nur ein Vorschlag. Es würde meiner Meinung nach genügen, wenn man den jungen Mann dazu bewegen könnte, für den König günstig auszusagen. Nach allem, was ich von dem jungen Mann weiß, hat er einen fatalen Hang zur Wahrheitsliebe. Den kann er ruhig behalten. Er soll ja nicht die Unwahrheit sagen. Er soll nur seine Worte geschickt wählen. Das genügt schon. Und wie? Das Gericht wird ihn auffordern, einen Bericht über die Ereignisse in Lüttich zu geben. Und bei einem solchen Bericht kommt es weniger auf die Tatsachen als auf die Art und Weise an, wie man sie darstellt. Das Schicksal des Königs hängt einzig und allein davon ab, wie dieser Quentin Durward die Lütticher Ereignisse sieht. Einverstanden. Gehen wir zu ihm. Ich bitte um Entschuldigung. Aber ich war leider gezwungen, eure Unterhaltung mit anzuhören. Ich hab's immer gesagt, dass dieser Mann gefährlich ist. Ihr habt uns nachspioniert. Sagt mal, was sucht ihr eigentlich hier? Du liebe Zeit, verdrücken wollte ich mich, abhauen. Und warum habt ihr euch nicht verdrückt? Oh, ich bin gern gefällig. Und ihr seid in der Klemme. Na, dann wisst ihr ja schon, was wir von euch erwarten. Was sagt ihr dazu? Seid ihr damit einverstanden? Ja, aber ich habe eine Bedingung. Und die wäre? Ich hoffe, ihr betrachtet das Leben des Königs nicht als Handelsware. Ich bin nicht der Einzige, der bei den Ereignissen in Lüttich dabei war. Stellt euch mal vor, wenn der Ankläger meine Reisegefährten verhört. Ja, und wenn die dann ganz etwas anderes aussagen wie ich. Da ist was Wahres dran. Mhm. Also, was wollt ihr? Gebt mir Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Und wen wollt ihr sprechen? Isabelle de Croix. Die Messe wird gleich zu Ende sein. Ihr könnt die Novizin im Besuchszimmer sprechen. Aber die Regel unseres Ordens erlaubt euch nur ein paar Minuten. Gut, Schwester, hab verstanden. Augenblick, junger Mann. Ich meine es gut mit euch. Wisst ihr, Illusionen können mitunter sehr gefährlich sein. Besonders, wenn sie der Politik in die Quere kommen. Wenn Isabelle de Croix den Schleier nehmen wird, ist das nicht der Wille Gottes. Es ist die Politik des Herzogs von Burgund. Quentin, warum kommt ihr her? Ja, aber... Warum macht auch ihr mir das Leben schwer? Wisst ihr, was ein Kloster ist? Seht euch diese Mauern an, dicke Mauern und das Gitter hier. Ich komme mir wie eingesperrt vor. Sie haben mich getröstet. Man gewöhnt sich dran, haben sie gesagt. Warum seid ihr gekommen? Weil ich euch liebe, Isabel. Seid still. Macht es mir nicht noch schwerer. Es ist noch nichts verloren. Glaub mir. Natürlich hängt unsere Freiheit und unser Leben von Leuten ab, die mächtiger sind als wir. Von den Launen eines Herzogs oder den Plänen eines Königs. Aber im politischen Spiel zwischen dem Herzog und dem König haben wir jetzt die Trümpfe in der Hand, Isabel. Ob Krieg oder Frieden sein wird, ob sie einander verzeihen, das bestimmen wir jetzt. Wenn der König für schuldig befunden wird, beschließt ihr euer Leben im Kloster. Wenn sich aber herausstellt, dass er unschuldig ist, gibt's auch keinen Vorwand mehr, euch ins Kloster zu stecken. Also müssen wir den König retten. Kommt jetzt, David. Wir müssen gehen. Oh, Quentin. Habt Geduld, Isabel. Auf Wiedersehen, Quentin. Thank you.
Stehen bleiben. Hm? Wir werden uns doch nicht verlaufen haben. Ist das nicht der Saal, in dem der Hohe Rat tagt? Ja, das stimmt, allerdings. Und ich habe hier den Wachdienst. Ich bin hier verantwortlich. Ach nee, und auf wessen Befehl? Hä? Auf Befehl des Herzogs, ist das klar? Tja, was machen wir da bloß? Ich habe denselben Befehl von seiner Majestät, dem König von Frankreich. Nur sind wir hier in Burgund und in Burgund stehen die Burgunderwache. Ja. Ach wisst ihr, doppelt genäht hält besser. Außerdem hat ja der Eingang zwei Seiten. Was wollt ihr damit sagen? Dass ihr auf der linken Seite Wache haltet und ich mit meinen Leuten auf der rechten. Ich habe euch doch gerade los, gesagt... Los, da drüben hin. Edle Herren von Burgund, meine treuen Vasallen. Ihr wisst von den Unruhen, die unser Land heimgesucht haben. Lüttich hat sich gegen uns erhoben. Unser Vetter, der Erzbischof, ist ermordet worden. Wilhelm de la Marck hat sich in Lüttich festgesetzt und man hat uns unser Verfügungsrecht über die Grafschaft Croix streitig gemacht. Wie konnte das geschehen und warum? Ihr seid aufgerufen, auf diese Fragen die Antwort zu finden. Ich fürchte, dass die heutige Untersuchung die Einmischung eines uns feindlichen Hofes in unsere Politik beweisen wird. Eines mächtigen Nachbarn, von dem wir Achtung und Freundschaft erwarten könnten, und der uns in die gefährlichsten Intrigen verstrickt. Die politische Lage ist sehr ernst und wir sind alle von ihr betroffen. Darum habe ich beschlossen, sie vor dem Hohen Rat zur Sprache zu bringen. Zu welchem Schluss ihr auch kommt, ich werde mich ihm beugen. Und Gott möge euch helfen, ein gerechtes Urteil zu fällen. Edle von Frankreich und von Burgund. Ritter vom Heiligen Geist und vom Goldenen Vlies. Wenn der König schon als Angeklagter in eigener Sache das Wort führen muss, kann er sich wohl keine besseren Richter wünschen als die edelsten Männer von Frankreich und die Blüte der Edelleute von Burgund. Aus Höflichkeit wahrscheinlich hat unser lieber Vetter keine bestimmten Anschuldigungen erhoben. Ich weiß, dass der Kummer ihn blind gemacht hat, deshalb verzeihe ich ihm seine ungerechten und bösen Worte. Und schließlich, meine Herren, genügt er nicht meine Anwesenheit hier am Hofe von Burgund und vor eurem Hohen Rat, um mich von vornherein von jeder Anschuldigung freizusprechen. Meint ihr wirklich, ich hätte mich nach Burgund gewagt, wenn ich ein Feind Burgunds wäre? Glaubt ihr wirklich, ich wäre so einfältig gewesen, so etwas zu riskieren? Der König von Frankreich hat immer noch einen klaren Kopf. Glaubt mir das, meine Herren. Und er hat auch lebhaftes Interesse daran, dass dieser Kopf bleibt, wo er ist. Aber er kennt euch, und weil er euch kennt, schätzt er euch und setzt sein Vertrauen in euch. Und deshalb, meine Herren, aber nur deshalb, unterwirft sich der König eurem Urteil. Ganz amüsant, aber das beweist nicht seine Unschuld. Aber es macht eine langweilige Sache doch abwechslungsreicher. Da marschiert der erste Zeuge auf, jetzt kommt Leben in die Bude. Das ist ja ein grüner Junge. Wenn der grüne Junge den Mund aufmacht, verschlägt's euch den Atem. Bitte sagt, wie waren die Anweisungen für eure Reise? Ich sollte die Gräfin de Croix nach Lüttich bringen und sie dort dem Erzbischof übergeben. Das war für mich ein sehr ehrenvoller Auftrag. Ich habe ihn gewissenhaft ausgeführt. Und wie war das? Ist die Reise ohne Zwischenfall verlaufen oder hat es unterwegs Schwierigkeiten gegeben? Ich hatte zwar nur einen Mann zu meiner Unterstützung mit, aber wenn es wirklich drauf angekommen wäre, hätten wir uns unsere Haut schon gewehrt. Aber das war gar nicht nötig. Alles ist glatt gegangen und wir sind unbehelligt nach Lüttich gekommen. Gut, bleiben wir bei Lüttich. Ihr sollt dort dem Vernehmen nach eine merkwürdige Rolle gespielt haben. Zum Beispiel hat man euch neben Wilhelm de la Marck gesehen, als er den Erzbischof erschlagen hat. Was habt ihr dazu zu sagen?
Seine Eminenz hatte mich schon vor dem Sturm auf das Palais empfangen. Er sprach von der Gefahr für die Stadt. Und ich habe ihm angeboten, bei ihm zu bleiben. Und warum seid ihr nicht bei ihm geblieben? Kann sein, dass in Lüttich die gleichen Fehler gemacht werden wie in Peronn. Die guten Absichten werden verkannt, wenn sie von französischer Seite kommen. Ihr geht in euren Deutungen etwas zu weit, lieber Freund. Ihr wärt also bereit gewesen, für den Erzbischof euer Leben zu riskieren. Aber ihr habt tatenlos zugesehen, wie Wilhelm de la Marck ihn ermordet hat. Ich war allein, was sollte ich machen? Er hat zugeschlagen, bevor ich dazwischen gehen konnte. Naja, wer nicht dabei war, kann das schwer beurteilen, das sehe ich schon ein. Eine recht beachtliche Einsicht, die euch allerdings kaum entlastet, mein Freund. Vielleicht kann ich aber zu meinen Gunsten anführen, dass ich die beiden Gräfinnen de Croix aus der Stadt herausgebracht habe. Und so einfach war das nicht, das könnt ihr mir glauben. In Lüttich gab es nämlich zu diesem Zeitpunkt einen Haufen bewaffneter Männer. Die wollten uns als Leder. Und ob sie das wollten? Nun, das klingt nicht völlig unglaubhaft, Quentin Durward. Trotzdem müssen wir feststellen, dass ihr über euren Auftrag hinaus mehr als eigenmächtig gehandelt habt, junger Mann. Wen hätte ich denn um Erlaubnis fragen sollen? Es war ja keiner da. Hätte ich vielleicht Wilhelm de la Marck fragen sollen? Na, was sagt ihr zu meinem Neffen? Hat der Bengel nicht Haare auf den Zähnen? Gar nicht übel. Euer Neffe ist wirklich nicht auf den Mund gefallen. Ob er aber damit durchkommen wird? Er ist nicht der einzige Zeuge in dieser Sache. Was meint ihr damit? Seht mal, wer da kommt. Die darf nicht lügen. Eine Nonne muss bei der Wahrheit bleiben. Sicher, die armen Dinger haben es schwer. Wie soll man sich durchwurschteln, wenn man nicht lügen darf? Ich biete euch eine Wette an. Ihre Aussage wird im Prozess entscheiden. Ich setze 10 Écu. Ja. Isabelle, Gräfin de Croix. Gegen euch werden schwere Anschuldigungen erhoben. Ihr habt ohne Erlaubnis eures obersten Herrn, des Herzogs von Burgund, eure Ländereien verlassen. Durch euer unüberlegtes Handeln wäre eure Grafschaft um ein Haar dem Land Burgund verloren gegangen und unter fremde Herrschaft gekommen. Seid ihr euch dessen bewusst gewesen? Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Von Politik habe ich nie was verstanden. Nun, wir wollen sehen. Seid ihr nicht auf Veranlassung seiner Majestät zu ihm nach Frankreich gefahren? Nein, ich bin von ganz allein nach Frankreich geflohen. Und ich glaube nicht, dass seine Majestät über meine Ankunft erfreut war. Erzählt uns, wie ihr aufgenommen worden seid. Nicht besonders freundlich. Man hat uns nicht wie Gäste, sondern wie Gefangene behandelt. Erzählt uns ein wenig über euren Aufenthalt in Plessy. Meine Tante und ich sind in einer erbärmlichen Herberge eingesperrt worden. Wir sind streng bewacht worden und konnten mit keiner Menschenseele reden. Wir haben mehrmals Bittschriften an den König geschrieben, aber wir sind niemals einer Antwort gewürdigt worden. Schließlich hat man uns eines Tages bei Sonnenaufgang geweckt und vor das Schloss gebracht, wo seine Majestät gewartet hat. Der König hat gesagt, dass ihm seine Ehre verbiete, hilflose Frauen auszuliefern, dass es ihm seine Liebe zum Herzog von Burgund aber auch nicht erlauben würde, uns Asyl zu gewähren. Darum hat er uns verstoßen, höflich, aber unerbittlich. Sehr schön, nur habt ihr uns bis jetzt noch mit keinem Wort verraten, warum ihr eigentlich aus Burgund geflohen seid. Um den Grafen Campo Basso nicht heiraten zu müssen, wäre ich überall hingeflohen. Und warum habt ihr euch geweigert, dem Grafen eure Hand zu geben? Weil er mir nicht gefallen hat. Ein ziemlich dürftiger Grund, findet ihr nicht? Nein, gar nicht. Euch kommt das vielleicht so vor. Und vermutlich werden alle anwesenden Herren davon überzeugt sein, dass ich ein wenig einfältig und dumm bin. Aber jede Frau wird verstehen, dass es für eine Frau ein triftiger Grund war. Edler Herr, beide Zeugen haben die ehrlichen Absichten Frankreichs bewiesen. Und darum, lieber Vetter, lasst uns den dummen Streit vergessen. Als Freund bin ich zu euch gekommen. Lasst uns jetzt als Verbündete auseinandergehen. Meine Truppen werden zusammen mit euren gegen den Aufrührer Wilhelm de la Marck marschieren und Lüttich befreien. Was nun diese junge Person betrifft, die zwischen uns beiden Zwietracht gesät hat, Vetter, wollen wir dafür sorgen, dass sie in Zukunft sicher aufgehoben ist. Und ein Kloster ist mir da nicht sicher genug. Was haltet ihr davon, wenn wir die junge Dame verheiraten? Sire, ich bin mit allem, was ihr vorgeschlagen habt, einverstanden. Und um unsere Truppen im Kampf gegen Wilhelm de la Marck anzuspornen und anzufeuern, bin ich dafür, wir geben Isabelle de Croix demjenigen zur Frau, ob Burgunder oder Franzose,
der uns Wilhelm de la Marque bringt. Lebendig oder tot? Nimm dich zusammen. Ich weise Orléans. Das ist eine ausgemachte Schweinerei. Wache! Was ist das für ein Lärm? Den Mann kenne ich. Er ist einer unserer Spione. Er weiß zu viel über uns. Er darf auf keinen Fall mit dem König sprechen. Unser Mittelsmann zum Ebe. Hai Radin. Wir sind erledigt, wenn der auspackt. Der Mann behauptet, aus Lüttich zu kommen und eine wichtige Nachricht für euch zu haben, Monseigneur. Tritt näher. Wer bist du? Ich komme gerade aus Lüttich. Ihr kennt mich recht gut, wie ich glaube. Was willst du? Ich bitte um 2 Audienzen unter 4 Augen. Eine mit dem König von Frankreich und eine mit dem Herzog von Burgund. Eine derartige Unverfrorenheit ist mir bis heute noch nicht vorgekommen. Ich weigere mich, den Mann anzuhören. Ich weiß nicht, lieber Vetter, ob das so richtig ist. Vielleicht sollten wir einen anderen Weg wählen. Unser Freund hat 2 Audienzen verlangt. Gewährt sie ihm doch. Die erste mit dem Priester, die zweite mit dem Henker. Führt den Mann ab. Hat seine 50 Schläge weg, Monseigneur. Was soll jetzt mit ihm werden? Ist der Kerl noch imstande zu laufen? Ich glaube schon. Das ist ein zäher Bursche. Dann bindet ihn los und tut, was euch befohlen worden ist. Ach, die Vorstellung geht noch weiter, mein lieber Vetter, ja. Ich denke, ihr werdet nichts dagegen haben. Was ist, wenn ich frei? Ja, du kannst gehen, wohin du willst. Aber ich rate dir, nimm die Beine in die Hand. Du hast nur eine Minute Vorsprung vor den Hunden. Die wollen ihn zu Tode hetzen, dieser Schweine. Bleib da! Zum Teufel mit dem Zigeuner!